Bundeskanzler Olaf Scholz hat die EU-Regulierung als eines der großen Probleme für die deutsche Wirtschaft bezeichnet. Beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin forderte der SPD-Politiker am Dienstag Bürokratieabbau in großem Umfang. Wenn jetzt bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, ich glaube, 1500 Berichtspunkte sind, dann sind da irgendwem die Gäule durchgegangen. Anders kann man das gar nicht formulieren. Zweiter Punkt, und das wird ganz hart, auch in einer Zeit des Protektionismus und wo da die Argumente des Protektionismus immer beliebter werden, wir brauchen mehr Handelsverträge und weniger Zölle. Ich will das ausdrücklich noch einmal formulieren. Drittens, darüber habe ich gesprochen, dass mit der Kapitalmarktfinanzierung von Wachstum, das muss in Europa endlich eine riesige Trendwende kriegen. Es ist unser größtes Wachstumsproblem, das wir überhaupt haben. Scholz mahnte auch, das Land dürfe nicht schlecht geredet werden. Wir müssen gemeinsam rauskommen aus dieser unguten Lage, in der schlechte Zahlen zu schlechter Stimmung führen und schlechte Stimmung zu noch mehr schlechten Zahlen. Und deshalb bin ich sehr einverstanden mit dem schönen Film, den Sie hier zum Eingang gezeigt haben, und auch der Botschaft, Deutschland kann das. Ja, Deutschland kann das. Wir sind ein starkes Land. Ich möchte Ihnen zurufen, Herr Bundeskanzler, Sie haben jetzt mit Ihrem 49-Punkte-Plan in diese unvorstellbar harte Wand der Rezession, die vor uns steht, ein kleines Loch gebohrt. Und es ist unsere Aufgabe, daraus eine vierspurige Autobahn zu machen. Das klingt doch...